Okay, Leute, willkommen zum neuen Part. Ich muss den letzten Part schnell beenden. Kingdom Hearts! Kingdom Hearts! Okay. Jetzt kann man ab sofort Kingdom Hearts da hinten sehen. Berichte. Brauchst das Tagebuch. Shion und ich arbeiten hier zusammen. Der Genie, den wir in Agrabah getroffen haben, sagte, er und sein Freund L seien unzertrennlich. Axel meinte, beste Freunde können unzertrennlich sein, auch wenn sie nicht immer zusammen wären. Er schien sich aber nicht sicher zu sein. Und ich dachte, Axel wüsste alles. Na gut. Das erinnert mich daran, dass mir diese seltsamen Bilder auch durch den Kopf gerast sind, als ich in Agrabah war. Diese Person in Rot. War sie vielleicht in Agrabah? Speicher. Und so viele Tage ist schon vergangen. So viel Geld auch noch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, sehen wir uns mal Kingdom Hearts an. Ich bitte dich an. Hey. Okay, sehen wir uns mal Sykes an. Kingdom Hearts dürstet nach Herzen. Diesen Durst kann nur dein Schlüsselschwert stillen. Okay. Besiege die Schattenschalke. Im Schloss des Biesers sind Schattenschalke aufgetaucht. Finde und besiege sie gemeinsam mit Shion. Charmeur. Achso, da sammelt dann alle Kugeln ein. Gut, gut, das brauche ich. Das brauche ich unbedingt. Sehen uns mal das an. Bei dem Herzlosen, den wir suchen, handelt es sich um einen Schattenschalk, oder? Gehen wir mal durch die Halle. Durch diese Halle. Den Schattenschalk kennt ihr von Chain of Memories. Bei Hollow Bastion im letzten Dungeon, da sind diese komischen Herzlosen da. Diese komischen Herzlosen, aber das werdet, die werdet ihr sofort erkennen, wenn ihr die seht. Wisst ihr, da macht ihr einfach so, aha, diese Herzlosen sind das. Und so. Wie viele Herzlose wollen noch kommen, hallo? Ein Herzabzeichen, danke. Snatchsplitter. Da kann ich nichts machen. Okay, jetzt bitte nicht, der große Hund kommt jetzt. Nein, ein Feldwebel. Egal, nur ein Feldwebel, das ist normal noch. Schattenschalk. Das ist ein leichter Gegner. Außer, dass er auch in den Boden gehen kann wie ein Schatten durch. Das einzige verfickte Nachteil. Also negative Punkt an ihm, dass er in den Boden gehen kann. Oh, warte, können wir da jetzt durch? Es muss einen Weg geben, Bell und den Herrn zu versöhnen. Andernfalls... Das ist der Kerzenständer. Ja, der, den wir schon einmal gesehen haben. Meine Tage als Tischdekoration zu verbringen ist unerträglich. Ich fange mit Bell an. Sie wird dem Herrn etwas Verstand beibringen. Ich kapier's nicht. Der Kerzenständer will kein Kerzenständer sein. Diese Belle lebt also hier im Schloss. Er hat von einer Versöhnung gesprochen. Die beiden müssen ihn gestritten haben. Sie muss ganz schön viel Mut haben, es mit so einem Monster aufzunehmen. Du setzt voraus, dass sie ein Mensch ist. Bisher ist das niemand hier. Guter Punkt. Wir sind aber nicht wegen ihr hier. Suchen wir die Herzlosen. Stimmt. Boxer wird langsam wie wachsen. Aber nur langsam. Ach, ich hasse das, wenn der komische Wichse herumschaut. Oh, wir können jetzt da durch. Aber ob ich jetzt da durch will, weiß ich jetzt nicht. Das führt mich eigentlich zum Boss, oder? Warte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nein, es führt mich dahin. Wie viel Schaden der gefressen hat mit dem Feuer, den ich gemacht habe. Okay, ich kann jetzt keine Magie aussprechen. So, jetzt brennt er noch erheblich. Das macht noch viel besser für mich. Okay. Das heißt, dass noch ein Monster hier ist in den Truhen.
Wenn das ein normales. Ah, mich nicht, du verficktes Monster. Ich verstehe nicht, warum es mal so schnell schwarz werden soll. Potion. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Und das geht dann hier weiter. Okay, gleich kommt eine Szene. Aber eher gesagt, der Boss kommt gleich. Peter. Jetzt kommt der Boss. Hawks ist da oben. Erledigen wir ihn. Das ist der Schattenschalk. Warte, ist das kein Reinblüter, wenn man das jetzt so ansieht? Eigentlich bringt er dann gar nichts, wenn man ihn jetzt besiegen würde. Deswegen bin ich gerade abgehauen. Aber er ist tot. Oder kommen jetzt noch mehr? Nein, das war der Boss. Mission erfüllt. Ja. Bereit zurückzukehren? Wir könnten uns noch ein Eis holen und. Huh? Oh. Richtig Instant Kill hier. Ich dulde kein Herz, das in meinem Schloss. Wow. Es bekommt also die Herzlosen. Offensichtlich. In diesem Schloss herrschen anscheinend andere Regeln als unsere. Was meinst du? Das Monster ist hier der Herr, oder? Stimmt. Und unser Herr ist Senders, oder? Stimmt. Also wenn bei uns Herzlose auftauchen werden, müssten wir sie bekämpfen, nicht Senders? Tja, ja, das ist unser Job. Genau, ich dachte, es wäre überall so. Ich dachte, das würde denn das Herrsein ausmachen. Immerhin hat er ja Diener. Was soll eigentlich in Kerzenständer gegen einen Herzlosen tun? Hallo? Stellt euch mal diesen Kampf vor. Er bräuchte nicht zu kämpfen. Ich würde uns nicht gerade Senders Diener nennen. Aber du hast recht. Er muss einen guten Grund haben, es selbst mit den Herzlosen aufzunehmen. Er kann es halt. Der da wäre. Zum Beispiel, er muss etwas beschützen. Kann ja sein. Überlegen. Machen wir Schluss, Roxas? Axel wartet bestimmt. Ja. Okay, dann haben wir das auch. Wir haben unsere Mission erfüllt. Warte, ich weiß noch ganz genau, dass hier noch eine Truhe war. Eigentlich genau. Okay, ich habe mich gehört. Vergiss einfach, was sie gerade gesagt hat. Vergiss das einfach. Und. Jump-Boom! Aber ich will noch diese Truhen jetzt holen. Ich habe keinen Bock, jetzt das noch später zu holen. Ich will diese verfickten Truhen jetzt haben. Ja, du hast uns gesehen. Freue dich ein Keks. Ja, er hat uns fast erwischt. Schön, dass du auch bemerkt hast. Was? Ach, du Schwachmacht von einem Kerzenständer. Ja, komm. Ja, verpiss dich. Er hat uns nicht gesehen, okay. Das war knapp. Das war verdammt nochmal knapp. Und hier sind die anderen Truhen. Ein Feldwebel brennt schon. Okay, das. Ach, leck mich doch. Fortsetzen.
Welche Wichser waren das? Kommt her! Okay. Komm, stirbt wenigstens einer. Ist immer noch so langsam. Aber nicht mehr so sehr. So, da haben wir das auf. Jetzt holen wir uns diese Truhen hier. Combo-Tag. Heldenmodus 2. Es lohnt sich halt, alle Schatzungen zu suchen. Ach, ich hasse dich, du scheiß Kerzenständer. Aber er hat uns wenigstens hergebracht. Dankeschön. Wenigstens das... Hast du was Sinnvolles gemacht? Ja, Rückkehr erlaubt, ich weiß. Und komm. Ja, komm. Zurück zum Schloss? Ja. Sonnenuntergang beobachten. Hey! Axel ist schon da. Ich hoffe echt, dass es bei den anderen, also bei den Besten, die bald kommen. Hey ihr beiden, wie war die Arbeit? Meint ihr, ihr könntet Doppelschichten schieben? Soweit so gut. Roxas hat den Herzlosen heute in 0, nichts erledigt. Großartig, weiter so. Schau, beim Endboss ist das noch normal. Wenn nicht, boah, dann ist das so kacke. Ich hoffe, dass es so normal ist. Da sehen wir mal, bis es dazu kommt. Wird es noch etwas dauern? Ich weiß nicht, warum wir weiter so gegen die Herzlosen kämpfen müssen. Doch, das weißt du. Wir müssen Kingdom Hearts vervollständigen. Wir haben heute zum ersten Mal einen Blick darauf erhaschen können. Weißt du noch? Ja, aber was ist es? Das Herz aller Herzen. Alle Herzen, die wir sammeln, gehen dorthin. Genau, dank euch beiden und dem Schlüsselschwert machen wir endlich Fortschritte. Vielleicht bekommen wir auch eigene Herzen. Zenos hat gesagt, die Macht des menschlichen Herzens ist groß. Ja, aber wozu brauchen wir sie? Bist du irre? Ich verstehe nicht, warum es so wichtig ist, ein Herz zu haben. Du etwa? Seltsamer Zeitpunkt, um damit anzufangen. Aber wunderst du dich nie darüber? Wir kämpfen für etwas, über das wir nichts wissen. Da hat er eigentlich auch recht. Roxas, wir kämpfen, weil wir herausfinden wollen, wozu das gut ist. Ja, schätze, du hast recht. Ich habe deine Methode, glaube ich. Auch wenn ich wenn der Endboss so langsam ist, habe ich eine Methode, den Endboss auch noch anders zu machen. Aber das werdet ihr schon sehen. Das werdet ihr noch schon sehen. Schau mal. Ich schätze, in deiner Nähe aufzusammeln. Tag 95. Niemand. Hatten wir es nicht mal schon? Nein, Tag in Roxas Tagebuch. Okay. Okay, komm. Berichte. Zenos hat uns zu sich gerufen. Ich verstehe ihn einfach nicht. Er hat uns Kingdom Hearts gezeigt. Einen großen, herzförmigen Mond am Nachthimmel und sagt, das menschliche Herz würde nie Macht über uns haben. Warum versuchen wir dann ein Herz zu bekommen? Axel sagte, ich würde alles verstehen, wenn ich erst ein Herz hätte. Aber ich bin da nicht so sicher. Okay. Schammer ist hier. Okay. Speichern wir ab. Okay, dann haben wir das auch. Ich habe nur so 5 Minuten, das werde ich jetzt mal sinnvoll nutzen. Mit dem Mogli zu reden. Ja. Ja, deine Waren sind ja gut, aber irgendwie immer das Gleiche. Und das macht. Das bringt mir nichts, wenn das immer das Gleiche ist. Ach, komm.
kommen. Und Shion? Bereit für einen weiteren Tag? Klar doch. Und Saladin schildert wieder sein Leben. Richtiger D-Mix hier. Hast du die Herausforderung abgeschlossen? Das solltest du. Zeig mir, was du kannst, indem du die Herausforderung für Mission 16 abschließt. Wir reden dann, wenn du mindestens ein Siegel in der Mission erhalten hast. Also die Herausforderung, die er meint, ist hier. Mission 16. Habe ich eigentlich Mission 16? Ich habe da nicht mal 16. Also geht's auch nicht. Schade. Naja, das werde ich sowieso noch bald hinbekommen, wenn ich alles eingesammelt habe. Viel Glück. Okay. Kingdom Hearts Dürsten. Ja, du kannst schon mit der Schüssel das Dürsten. Sammle Herzen. Besiege gemeinsam mit Schüren, Lassus und Angebot und sammle Herzen. Nimm dich auf eure Feuerpflanzen und großen Rüstungen in Acht. Fähig. Ach, der Heldenmod habe ich ja bekommen. Der Heldenmod. Steigert die Angriffskraft deiner Waffe. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Ich lasse es halt mal jetzt so. Ich will ja euch jetzt auch mal anfangen. Ja, es dürstet nach Herzen, ich weiß. Sammel Herzen. So. Bin ich dann wieder jetzt. Ich besiege Herzlose. Einfacher Job. Okay, wie viele Truhen gibt es hier? 6. Die erste ist schon da. Ich glaube, das mache ich noch in diesem Part hier. Dann wende ich den auch. Das reicht dann auch für heute. Vielleicht, vielleicht noch nicht. Sehen wir mal. Deswegen habe ich noch ein bisschen Lust noch zu spielen. High Potion. Und hier durch. Aber wie kriege ich eigentlich alle Monster? Achso, das war die hier. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Jetzt ist es wieder normal. Und da oben ist auch eins. Komm. Tot. Oben ist auch noch eins. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. War da noch eins, oder? Weil da unten seht ihr, es gibt da. Man kann noch extra machen. Ja, leck mich, die verkipptes Monster. Da ist noch eins. Da hinten ist noch eine Truhe. Okay. Okay, da war es nicht diese Mission, an die ich mich jetzt richtig erinnere. Okay. Man kann da hoch. Da war auch eine Schatztruhe. Natürlich so wichtig. Achso. Dauert noch etwas, bis ich dahin komme. Tauch immer irgendwie auf, wenn ich gerade weggehen will. So. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Da fehlen noch ein paar Monster nur. Wieso sag ich eigentlich immer nur Monster? Ich weiß ja, wie die heißen. Oh Scheiße, ich sehe jetzt schon das. Dich werde ich jetzt kaputt hauen.
brennen. Ach so, man muss jetzt ihn von seinem Buch weglocken. Er darf nicht an sein Buch ran, sonst fliegt er wieder so richtig. Was willst du eigentlich, du fette Sau? Such dir einen Job. Oh. Ich hau ab. Er springt wieder rum. Und schon wieder liegt er auf dem Boden. Wieso greifst du denn hinter da? Shion, du bist so eine witzige Person. Bist du witzig? So. Okay, das heißt aber nur noch nicht, dass ich fertig bin. Es kommt noch was. Rückkehr salopp, ich weiß. Aber nee. Es gibt noch bestimmt Herzlose hier, die ich noch töten kann. Kann nicht einfach das Ende jetzt sein. Okay, wo sollen jetzt noch Herzlose? Hier ist noch eins. Da oben muss, sollte jetzt auch eins sein. Hä? Okay, wir haben alles erledigt. Ich habe mich gehört, egal. Früher waren die doch woanders, aber egal. Mein Gedächtnis spielt wieder mit mir. Zurück zum Schloss. Ja. Komm, Axel, wartet. Okay. Wieder Tramforum, also das Tram. Wieder ein erfolgreicher Tag? Wie immer. Na klar, wo haben sie dich hingeschickt, Axel? Dahin, wo ihr gestern wart. Meinst du das Schloss, mit den sprechenden Kerzenständer? Genau, ich sollte mich etwas umsehen. Und ihr? Herzen sammeln in Agrabah, so wie immer. Ihr werdet langsam ein richtig gutes Team, was? Klar doch. Ich weiß aber nicht, wie lange wir die anderen noch an die Nase herumführen können. Entspann dich, wir kommen schon klar. Chill doch, chill. Seid ihr da nicht so sicher? Die sind nicht blöd. Zeig es bestimmt nicht. Wir können nur die Daumen drücken. Zeigs und Sigbar sind vielleicht schwer zu überlisten, aber komm schon. Demix? Autsch, Roxy, das war jetzt aber nicht nett. Aber sehen die doch an. Er macht die ganze Zeit nichts anderes als Zitterspiel. Du sollst ihm zu wenig Respekt. Er arbeitet genauso hart wie... Ja, okay, macht er nicht. Aber er hat bestimmt eine Aufgabe. Ich sage, Demix ist so ein nutzloser Charakter. Ich habe ihn und sein Zitter schon im Einsatz gesehen. Und was hat er getan? Das gleiche wie du. Er erledigt Herzlose. Macht Aufklärungsarbeit. Aber er sagt von sich selbst, er wäre nicht für den Kampf geschaffen. Jedes Mitglied der Organisation verfügt über eine spezielle Fähigkeit. Was ist seine? Zitterspiel. Das stimmt. Jeder ist einzigartig. Auch niemanden braucht man nicht ein Herz, um einzigartig zu sein? Das ist das Besondere, ihr seid niemanden. Ich glaube, uns zeichnen andere Dinge aus. Er trägt schwarze Mäntel. Men in Black. Wie unsere Vergangenheit. Welche Vergangenheit? Kannst du dich erinnern? Das ist eine der besonderen Besonderheiten an den Mitgliedern der Organisation. Im Gegensatz zu geringeren Niemanden können wir uns daran erinnern, wer wir einmal waren. Ich kann das nicht. Ich auch nicht. Bei dir ist was Besonderes. Shion und Roxas, also bei euch ist was Besonderes. Tja, dann ist das vielleicht das, was euch einzigartig macht. Wie warst du
Wie warst du so, als du noch kein Niemand warst? Ein chilliger Typ. Sein bester Freund, nein, sein guter Freund war Ventus. Ich? Oh, keine Ahnung, im Großen und Ganzen genauso wie jetzt. Stimmt eigentlich. Glücksblitz, ich wünschte, ich könnte mich erinnern. Glaub mir, du versäumst nicht viel. Der braucht schon überschüssigen Ballast. Aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Nicht einmal an meine erste Woche als Niemand. Mann, oh Mann, du hast sogar Probleme, dich an den Sachen vor 5 Sekunden zu erinnern. Oh, vielen Dank. Ich bin wie du, Roxas. Ich kann mich auch an kaum etwas erinnern. Ihr beide habt viel gemeinsam. Da hast du recht. Wie ich wohl früher mal war. Du warst früher... Ja, wie kann man sagen, heulsusenmäßig so ein bisschen. So ein bisschen möchte gern. Das Ganze mit der Holzschwert rumgefuchtelt. Mit Terra und Aqua. Aber hat es eine coole Rüstung? Hm. Das muss man schon sagen. Das? Namini? Und ja, Fähigkeit Ellen. Ein klassisches Material für das Schmieden. Es funkelt durch die Macht des Lichtes. Okay. Tag 96. Shions Schlüsselschwert. Hey Roxas, und wir sehen uns im nächsten Part.